Die Menschen in Lorca kampieren im Freien, zu Tausenden. Auch Stunden nach dem Beben traut sich kaum jemand in der südspanischen Stadt nach Hause zurück. Zu groß ist die Angst vor Nachbeben, zumal fast alle Gebäude durch die Erdstöße beschädigt worden sind. Dennoch sind all diejenigen überglücklich, die mit heiler Haut davongekommen sind. Ich ging gerade die Treppe hoch, als eine Wand einstürzte. Zwei Männer haben mich unter dem Schutt hervorgezogen. Ich weiß nicht, was sonst mit mir passiert wäre. Seitdem suche ich aber meine Angehörigen. Ich weiß nicht, wo sie sind und wie es ihnen geht. Es war um 18.47 Uhr, als in Lorca die Erde bebte. Ganze Fassadenteile stürzten hinab, Häuser fielen in sich zusammen. Mehrere Passanten wurden von den herabstürzenden Trümmerteilen erschlagen. Die Überlebenden liefen in Panik umher. Alle Fotos, meine Möbel, die Küche, alles ist kaputt. Es ist eine Katastrophe. Auch in einem Altenheim und in einem Krankenhaus wurden mehrere Menschen verletzt. Die Patienten mussten in andere Krankenhäuser verlegt werden. Den schweren Erdstößen war kurz zuvor ein leichteres Beben vorausgegangen. Viele der 100.000 Einwohner waren schon da, ins Freie geflohen. Die Erdstöße waren bis in die Hauptstadt Madrid zu spüren. Die Epizentren der beiden Beben lagen in der Nähe von Lorca, in nur einem Kilometer Tiefe, also relativ nah an der Erdoberfläche. Das erklärt auch die schweren Schäden in der historischen Stadt.